So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Ramses Kitchen, eine Challenge, ein was auch immer. Jetzt hat der Adi sich mit seinem Kopf an der Kamera gestoßen. Er sitzt nämlich hier und guckt sich gerade mal die Berliner an. Heißt das bei euch auch Berliner? Oder heißt das bei euch anders? Heißt das bei euch vielleicht Pfannkuchen? Obwohl bei Pfannkuchen denke ich immer an Eierkuchen in der Pfanne. Oder heißt das bei euch, Krebbel? Die Pfannkrebbel, kann man ja auch sagen. Das sind auf jeden Fall, hier steht ja auch Berliner. Jetzt haben wir beim Kanal Phänomenal wieder was gesehen. Der hat was beim Kollegen von sich gesehen. Die haben da was probiert. Also so Schnitzel und Pizzaleberkäse und irgendwas mit Berlinern. Statt Brötchen einfach Berliner dazu zu nehmen. Das wollte ich auch probieren, weil er gesagt hat, gerade das Schnitzel schmeckt eigentlich richtig gut mit dem Berliner, aber eben der Pizzaleberkäse nicht. Ich habe gesagt, wir werden mal einen Backfisch dazu da drauf oder so ein Alaska-Seelachsfilet. Ich war deswegen jetzt fix im Rewe. Hab eine Packung Berliner gekauft, wie ihr hier seht. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Meerfruchtfüllung, okay, aber was genau? Erdbeeren, Kirschen, Himbeeren, Äpfel. Also Meerfrucht, nicht einfach nur eins, sondern mehreres. Dann war ich beim Fleischer im Rewe und ich habe erzählt, wir haben auch so eine Theke, da könnt ihr euch einfach einen Leberkäse Semmel holen, ihr könnt euch ein Kassler Semmel holen, ihr könnt euch ein Schnitzelbrötchen holen. Jetzt hat Kanal Phänomenal das auch gemacht, hat sich da was geholt, hat das ausgepackt und er hat das direkt mit Brötchen geholt. Aber ich dachte mir, ich brauche ja gar kein Brötchen, ich habe doch eh die Berliner dann dafür. Deswegen habe ich einfach gesagt, Brötchen brauche ich nicht. Ja gut, sie hat da jetzt trotzdem Brötchen drum. Alter, guck dir das an. Und das für 2 Euro? Adi, nicht. Guck doch mal, wie fett das ist. Für 2 Euro so ein Adi! Für 2 Euro so ein fettes Pizza-Lebekäse-Brötchen. Da hättet ihr jetzt auch Ketchup und Senf mit drauf machen können, aber das brauche ich ja nicht. Ich will es mir ja dann da drauf packen. Gut. Da hat sie es direkt mit Brötchen gemacht. Das müssen wir uns gleich nochmal rauspacken, wenn wir es auf die Berliner machen. Dann habe ich aber noch eine andere Tüte. Und in der anderen Tüte habe ich erstens ein Schnitzel mitgenommen. So sieht das aus wie ein Schnitzel. Schnitzel, Berliner Schnitzel, wollen wir dann auch mal probieren. Das Krebbel-Schnitzel. Und was spontan mir eingefallen ist, da war so ein Bottich mit Weißwürsten. Wir können auch Weißwürste probieren. Auf dem Berliner. Berliner Weißwürste. Wer kennt's nicht? Das muss ich mir aber alles kurz dann mal in die Mikrowelle packen und ein bisschen warm machen, während ich gleichzeitig versuche, das hier in der Pfanne zu braten. Pazifische Schollenfilets, 2 Portionsfilets. Ich habe eh nicht so viel Hunger, da habe ich gedacht, reicht das, wenn du 2 so kleine Dinger nimmst? Das ist ja egal, das ist ja wie Alaska-Seelachsfilet, nur dass es kein Seelachs, sondern ein Schollenfilet ist. Werde ich natürlich auch aufmachen, werde ich in der Pfanne braten, dann werden wir die Krebbel aufschneiden und dann werden wir uns das alles mal insgesamt reinziehen, wie das schmeckt, was das kann. Sieht so auch aus wie ein Schnitzel, krümelt alles voll, ist aber natürlich Fisch. Also, ich melde mich gleich zurück, wenn alles warm ist und wir das gleich probieren, wenn wir es draufgelegt haben, reinbeißen und ich stehe übelst unter Zeitdruck, da ich gerade bis 14 Uhr gestreamt habe, auf der Suche nach einem 100% Mewtwo und 15 Uhr weitermachen möchte und jetzt zwischendurch nur ganz kurz Zeit habe, eine Pause zu machen und es ist schon 14:30 Uhr und ich muss noch das Essen machen und essen und oh mein Gott, auf jeden Fall ist dieses Video am Dienstag entstanden. So, wir sind zurück. Da hinten brät noch ein Fisch fleißig vor sich hin. Ich habe jetzt den Rest eigentlich hier vorbereitet. Das sieht dann ungefähr so aus. Hier sind die Krebbel, ne? Krebbel, wer kennt's nicht? Und hier unten ist das, was wir jetzt bei der Krebbel mit dabei haben. Hier haben wir die Weißwurst, den Pizzaleberkäse, das Schnitzel und den Fisch. Erkennt ihr den Unterschied zwischen Schnitzel und Fisch? Das ist auf jeden Fall das, was wir jetzt da draufpacken wollen. Ich habe mir auch 4 Stück vorbereitet. Die 2 sind noch zu. Und die anderen habe ich theoretisch alle schon mal aufgeschnitten. Da seht ihr, Meerfrucht. Ja, Meerfrucht. Also, sieht das gut aus oder nicht? Schreibt es mal rein. Wir wollen das jetzt mal testen, indem wir euch hier hinstellen.
uns mal ein Kräbbel nehmen. Und was nehmen wir zuerst? Wir probieren zuerst mal das Schnitzel, weil er gesagt hat, das Schnitzel schmeckt gut. Wir machen also einen Kräbbel auf, packen uns das Schnitzel, tun das Schnitzel mal auf den Kräbbel, ja, und probieren jetzt mal nur das Schnitzel. Mann, Mann, Mann. Irgendwie zerrt sich das. Ist total faserig. Aber egal, es geht ja nicht um die Konsistenz des Schnitzels, es geht um den Geschmack. Zusammen mit dem Kräbbel. Oh, nee. Ein paar Sachen. Also irgendwie merkt man gar nicht mehr viel von dem Schnitzel. Was man am heftigsten merkt, ist einfach der Puderzucker und das Süßliche. Vom Schnitzel kommt nicht viel durch. Jetzt genau hier reingebissen, wo die Marmelade kommt. Also die sogenannte Meerfruchtfüllung. Ich glaube, das ist aber eigentlich, kann man mal machen. Ich wollte immer Kräbbel mit Senf gefüllt. Jetzt möchte ich bitte Kräbbel mit Schnitzel gefüllt haben, weil das einfach nur heftig ist. Ich muss sagen, das kombiniert sich sehr gut irgendwie. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht mit gerechnet. Kann man komischerweise aber essen. Es gibt so viele komische Sachen, aber das geht. Würde ich sogar nochmal essen auf einer Party irgendwas. Jetzt nehmen wir uns als nächstes die Weißwürstel. Packen die Weißwürstel mal auf den Kräbbel. Probieren mal die Kombination Weißwurst-Kräbbel. Nur hier schmeckst du die Wurst deutlich heraus. Viele essen das natürlich auch mit süßem Senf. Da ist ein süßlicher Nachgeschmack jetzt gar nicht so schlimm. Ist in Ordnung. Ich glaube sogar, wenn ihr da jetzt wirklich noch Senf dazu macht, schmeckt das einfach richtig genial. Zwischen dem süßlichen noch eine schärfliche Note dabei, dass es nicht so staubig und trocken ist. Also Weißwurst-Kräbbel sind auch gut, aber ich fand das Schnitzel bisher trotzdem besser. Jetzt, weil ich hab ja keine Zeit, ich glaube, ich komme eh schon wieder zu spät in den Stream, haben wir die dicke, fette Scheibe Pizza, Leberkäse. Guckt euch das an. Das fand er ja nicht so prickelnd. Mit dem Paprika drin und alles. Probier mal das, wie das schmeckt. Hat auf jeden Fall bis jetzt den strengsten Geschmack, weil das schmeckt einfach nach mehr, ja, kann man sagen. Beiß mal hinten in dem großen Stück noch ab. Finde ich trotzdem jetzt nicht schlimm. Finde ich eigentlich trotzdem ganz angenehm, obwohl es natürlich schöner ist, wenn ihr es mit Brötchen esst, dass ihr nicht so weiße Finger habt die ganze Zeit. Also selbst das, selbst mit dem Pizzaleberkäse, kann ich empfehlen. Für mich immer noch auf dem letzten Platz der Weißwurst-Kräbbel. Dann der Schnitzel-Kräbbel. Und am besten finde ich sogar bisher den Pizzaleberkäse-Kräbbel.
Aber wir haben ja noch einen übrig. Und das ist der Fischkrebbel, ne? Da sind wir mal gespannt. Und dann bin ich schon alleine gespannt, wie ich den jetzt hochhebe, weil das, der ist so extrem baufällig. Wir nehmen uns also den nächsten Krebbel, den nächsten offenen, packen mal den Fisch an. Oh mein Gott, das geht nicht. Der Fisch fällt einfach komplett auseinander. Ich wollte den Fisch anheben, der ganze Fisch ist einfach auseinandergefallen. Ihr seht das hier, das ist wirklich Fisch, ja. Wir packen den Fisch jetzt mal hier drauf. Packen die andere Hälfte mal da drauf. Weil das eigentlich im Ganzen sein muss, packen wir das dritte Stück auch noch drauf. Das sieht jetzt halt ein bisschen nicht so schön aus. Ich gehe auch extra zurück, dass ihr seht, dass ich da jetzt nichts austausche oder so. Jetzt gehen wir wieder her, nehmen den Krebbel hoch. Ihr habt jetzt hier den Edel Deluxe Fischkrebbel mit Schollenfilet in der Pfanne. Ich hoffe, der ist nicht noch gefroren innen drin, beziehungsweise habe ich den so zerbraten, dass der einfach in alle Richtungen zerspreiselt. Riecht auch auf jeden Fall sehr angenehm, muss man schon sagen. Und bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Weiß ich nicht, irgendwie schmeckt ihr wirklich meistens einfach den Belag und gar nicht das, worauf es drauf liegt. Das Brötchen oder in dem Fall der Krebbel ist halt wirklich nur drumherum, dass man das in die Hand nehmen kann. Irgendwie ist es komplett egal, ob da jetzt ein Semmel drum ist oder eine Scheibe Brot oder ein Krebbel. Dieses bisschen Süßliche macht den Geschmack nicht komplett zunichte. Ihr habt trotzdem hauptsächlich diesen fischigen Geschmack. Merkt, dass ihr irgendwas Weiches, Teigiges drumherum habt. Ist also meiner Meinung nach auch nicht eklig. Kann man also auch essen, muss man aber nicht. Gibt halt trotzdem eine Riesensauerei. Und wie gesagt, am allerbesten hat mir immer noch der Pizza-Leberkäse-Krebbel geschmeckt. Wenn ihr noch andere Ideen habt, was man für Krebbel essen kann, schreibt es mal in die Kommentare. Zwei sind noch da, aber die werde ich dann meiner Mutter andrehen. Die isst gerne Krebbel, ne? Das war's im Prinzip. Meine Seite aus. Ich muss sehen, dass ich jetzt noch fix aufessen kann. Weil es gleich schon wieder weitergeht. Es ist jetzt 51. Ich glaube, das Schnitzel und den Pizzaleberkäse, die esse ich noch. Das andere esse ich dann später. Da mache ich mir wirklich was dran. Bei der Weißwurst irgendwas mit Senf. Und bei dem Fisch irgendwas, so Sweet Chili Soße oder so. Dann müsste das auf jeden Fall gehen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Mmh. Mmh.